Schneemobil. Schneemobil. Sie. Schneemobil. Hier ist Endstation. Ich brauche verdammt nochmal Medipack. Ich habe 0,1 Lebenspunkte. Nur Gewehrmunition. Oh man. Ich mache jetzt mal ein zweites Safe Game. Ich brauche ein Medipack. Jetzt. Da kann ich den Schlüssel reinstecken. Mit dem Schlüssel. Lass mich bitte nicht im Stich. Es kann nicht wahr sein. Endlich. Endlich. Aha. Oh, zwei sogar. Spiel speichern. Hinter mir ist ein Schalter. Aha. Jetzt geht die Tür auf und da kommen drei Leute. Mit den Granatenwerfer. Noch mal heil, schnell! Ein großes Minipack. Der Spielegott ist gnädig mit mir. Sirius, du hast es lange ohne Minipack geschafft. Du hast es verdient. Hat der auch noch was? Nein. Aber das war jetzt schon wieder wie die vergangenen zwei Level. Von wegen rechts, Ziel, links, such den Schlüssel. Sieht ja alles so aus, als könnte man hier auch noch mit einem Schneemobil fahren. Aber ich habe keinen Bock nochmal zurück zu laufen. Ah!
Granaten bringen nichts, er ist zu schnell. Harpune, nee. Uzi. Hat er mich überfahren, der Drecksack? Oder ist das derselbe? Der hat eine Abkürzung benutzt, um mich wieder abzufangen. Er kommt dann zu mir hoch. Na, ich bin ja jetzt wieso tot. Schätze ich. Nein, ich hab's geschafft! Unbelievable! Der Spielegott ist mit mir. Speichern. Ein wichtiger Moment. Ein Weg, den man mit dem Schneemobil machen müsste. Da unten ist ein Geheimnis. Ich hoffe, ich kann das auch alles zu Fuß. Es geht tatsächlich. Es geht tatsächlich. Das war knapp. Das war nicht nachwählen. Oh Mann. Das war die Nachgeburt. Die Nachwehen, oh mein Gott. Nein! So, nochmal hier drauf springen. Halten und rüber. So, dann mache ich jetzt hier mal schnell speichern. Das sieht so nach einem Ausgang aus. Also Levelende. Ich weiß, da kommt noch was. Das war alles. Aber warum rollen die mir entgegen? Das ist doch hier gerade. Noch nichts von Physik hier gelernt, oder was? Gab es das in den 90ern noch nicht? Ein Weg, den jeder mit einem Schneemobil macht. Aber ich gehe ihn zu Fuß. Schon wieder so ein großes Areal. Da ist schon wieder jemand mit dem Mobil. Da, Uzi. So nicht! Oh.
Das ist wie bei Elex, bei der Nesti-Mission. Zwei Kampfroboter. Wegen einen ist es schwierig, den zwei unmöglich. Da muss man schon ein bisschen tricksen. Hä? Ach verdammt! Es lief aber gut. Ich muss ihn dann wieder vor mir bekommen. Kreisförmige Bewegungen. Das wird sonst nichts. Zack. Ah, wegen der Berührung. Das ist ja wie bei Rocket League. So ein Millimeter und dann kriegt der Gegner ein Tor. Jetzt hab ich's! Ich hab's hingekriegt! Yeah. So, Leopard tot. Ich hab's geschafft. Unbelievable! Oh! Geschosse. Und wieder eine coole Musik. Und da ist dieses Zeichen drauf. Wie bei der Tür. Da wird jetzt einer ein Trommeln. Dumm. Dumm, 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 dumm. Und dann müssen wir nach vorne schieben. Anders geht's ja nicht. Mein Freund, so nicht. So, jetzt kann ich mit einem Schneemobil weiterfahren. Mit einem bewaffneten Schneemobil. Sieht doch viel besser aus. Und war das jetzt ganz, das Ganze hier so ein Schneemobil-Level. Aber hier ist es wieder vorbei anscheinend.
Mann, warum läuft sie nach vorne? Ich habe doch gar nichts gedrückt. Ich muss da irgendwie runter. Giranimo! Mit dem Sprung könnte es knapp werden. Voll ins Wasser fahren. Ich lebe. Das sind schon wieder Level. Du kannst schon wieder nix. Das war's mit dem. Medipack habe ich schon wieder jetzt nicht. Ich habe alle verdammelt. Ich hab's geschafft! Benötigte Zeit 52 Minuten. Geheimnisse 2. Besiegte Gegner 26. Benötigte Munition 1104. Treffer, ich runde mal auf, 800. Benötigte Minipacks 3.0. Das ist ja immer so ein bisschen komisch. Denn kleine Minipacks sind 0,5. Ja, und zurückgelegte Distanz 6,44 Kilometer.